Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die beste Sensitivity für euch herausfinden könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Itemshop ein. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch selbst relativ viel mit meiner Sense herumprobiert und bin von fast 8% auf 4% jetzt runtergegangen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Sense zu changen ist gar nicht das Allerschwierigste. In der Regel nach so 10, 20 Minuten ist er mit der neuen Sense am Ende schon besser als mit der alten Sense. Die reine Ingame-Sense sagt natürlich noch nicht alles aus, weil man natürlich auch immer noch die DPI der Maus hat und ich spiele zum Beispiel auf 1600 DPI und wenn ihr jetzt einen vergleichbaren Wert für eure DPI haben wollt, dann müsst ihr eben halt die Prozentzahlen mit eurer Maus-DPI multiplizieren, also eben halt 1600 DPI, wie es bei mir wären, mal 0,04, weil 4% eben halt 0,04 sind, also der Faktor 0,04, da muss man das multiplizieren und damit kommt man dann auf den Wert, den man eDPI nennt. Und das ist dann die wirkliche Sense, die eben halt unabhängig von der Maus-DPI ist. 1600 DPI und 4% Ingame wären dann zum Beispiel 64 eDPI. Und man sagt eigentlich immer so, da teilt so die Kategorien ein. Unter 60 ist Low Sense, zwischen 60 bis 90 ist dann Mid Sense und über 90 ist dann eine High Sense. Jeder Typ von Sense, also Low Sense, Mid Sense und High Sense, hat natürlich auch die eigenen Vorteile. Die stimmen aber auch nicht immer so für jeden Einzelnen zu. Aber man kann so grob auf jeden Fall sagen, dass eine Low Sense eher zum Aim ist. Dafür ist zum Beispiel dann so etwas die Peace Control deutlich leichter auf High Sense, weil man natürlich den Arm nicht so viel bewegen muss und dadurch das Ganze natürlich deutlich leichter geht. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch auf einer Low Sense gute Edits haben und kann genauso natürlich auch auf einer High Sense gutes Aim haben. Da spielt dann auch schon direkt der nächste Schritt mit rein und zwar ist es natürlich der Platz, den man überhaupt auf seinem Schreibtisch hat, denn wenn man natürlich sehr, sehr viel Platz hat, kann man logischerweise auch einen Low Sense spielen. Wenn man aber nur einen mini kleinen Platz hat, ein mini kleines Mauspad hat, weil man eigentlich immer das so nehmen sollte, dass wenn man von der linken bis zur rechten Seite des Mauspads geht, man sich eben halt dann einmal ganz drehen sollte. Dafür könnt ihr jetzt hier einmal meinen Platz auf meinem Tisch sehen. Wahrscheinlich sieht es auf der Kamera nach ein bisschen weniger Platz aus, aber ich habe halt von dieser Seite hier bis zu dieser Seite Platz und ihr müsst natürlich bedenken, ihr könnt nicht direkt bis ganz zur Tastatur hier rangehen und ihr könnt natürlich auch nicht bis ganz zur Kante rangehen, weil man dort am Ende dann kein gutes Tracking mehr hat. Deshalb solltet ihr immer ein bisschen weiter hier neben der Tastatur starten, also bei mir wäre wahrscheinlich das maximal, bis wo ich hingehen könnte, hier. Und wenn ihr dann aufs Game im Game seid, dann solltet ihr euch auf einen Punkt ran fokussieren und dann eben halt mit der Maus einfach einmal eine 360-Grad-Turn machen und dann seht ihr, bin ich perfekt auf der anderen Seite. Ich könnte jetzt noch ungefähr bis hierhin weitergehen, also ein ganz bisschen mehr als 360 Grad. Und solange ihr über den 360 Grad seid, ist alles in Ordnung. Ihr müsst nämlich einen 360 machen können, ganz einfach mit eurer Maus, damit ihr nicht eben mal während eines 360s dann mehrmals umgreifen müsst, um euch eben mal zu drehen. Und wenn ihr eben halt diesen Platz habt, dann ist alles in Ordnung. Wenn ihr aber eben halt schon mit so einer Drehung dann am Ende bei 360 Grad seid, ist es auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn ihr gut mit High Sense klarkommt, könnt ihr das natürlich auch so machen. Aber das Beste ist eben halt, wie gesagt, immer, dass man von links nach rechts auf jeden Fall diesen 360 Grad Turn machen kann. Und falls ihr das eben nicht machen könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall mit eurer Sense höher gehen, so lange ausprobieren, bis ihr perfekt hier einmal diesen Turn machen könnt. Das heißt, ihr solltet euch am besten einfach einen Punkt raussuchen, wo ihr eben mal diesen 360-Degree-Turn machen könnt. Dann eben halt euch dort einmal die X- und Y-Sense in-game aufschreiben oder eben halt merken. Und von dort aus könnt ihr dann immer höher gehen, bis ihr immer bei einer guten Sense seid. Und falls ihr schon vorher diesen 360-Degree-Turn gut machen konntet, dann gibt es nochmal Unterschiede, wann man vor allem die Sense ändern sollte. Und zwar ist eine High-Sense häufig dafür verantwortlich, dass man sehr, sehr schnelle Edits hat. Also falls ihr wirklich sehr, sehr schnelle, zum Beispiel Triple-Edits machen könnt, aber dann vielleicht mit eurem Aim das eine oder andere Mal sehr, sehr unconsistent spielt, teilweise aber immer trotzdem gute Shots trifft oder auch mit euren Edits manchmal dann einfach das Ganze overflickt, dort also einfach viel zu lange Wege macht oder immer generell sehr, sehr unconsistent mit euren Edits seid, dann ist es häufig ein Anzeichen dafür, dass ja eure Sense viel zu hoch ist. Und wenn ihr aber auf der anderen Seite immer halt jeden einzelnen Edit perfekt hinkommt, mit eurem Crosshair Placement perfekt seid, aber immer halt sehr, sehr langsam mit euren Edits seid und da immer halt kaum durchkommt oder beispielsweise, wenn ihr in der Box seid, immer halt kaum den Gegner verfolgen könnt, weil ihr eben halt euch
so langsam dreht, also wenn der Gegner euch dauerhaft hier um euch herum springt und ihr den kaum tracken könnt, weil ihr halt einfach so eine low Sense habt. Wenn er einmal hochspringt, ihr dann auch nicht den Kopf mehr treffen könnt, weil er einfach zu langsam mit eurer Sense seid. Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass ihr auf jeden Fall eher höher gehen sollte. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr unconsistent Mechanics hatte. Das heißt, ich habe zwar sehr, sehr schnell editieren können, also wirklich meine Edits und auch mein Aim waren eigentlich alles ganz gut, aber es war immer sehr, sehr unconsistent. Das heißt, ich habe relativ häufig irgendwas gechoked, irgendwelche Edits gechoked und gerade halt so in Fights, wenn man in einem 50-50 in der Box ist und dort halt seine Shots dann das ein oder andere Mal choked, dann wird man eben halt nicht wirklich gut viele Kills machen können. Und deshalb bin ich halt einfach mit meiner Sense lower gegangen, so lange, bis ich damit zufrieden war. Und tatsächlich bin ich auch mit 4% wirklich sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt zum Beispiel hier im Hintergrund auch mal einen Clip sehen, wie es aussieht, wo ich das erste Mal auf 4% gespielt habe mit X und Y. Und da seht ihr auf jeden Fall, dass mein Aim komplett krass ist. Und generell auch immer, wenn ich im Boxen jetzt bin, ich treffe fast jeden Shot. Manchmal sind natürlich die Edits etwas langsamer, aber gleichzeitig sind die immer sehr, sehr konsistent, wodurch ich insgesamt sogar schneller mit meinen Edits bin, weil ich halt viel, viel seltener meine Edits choke und dadurch halt die nicht so häufig wiederholen muss, auch wenn die einzelnen Edits dann eben halt am Ende vielleicht mal ein bisschen langsamer sind. Der nächste Punkt ist dann natürlich nochmal sowas wie Targeting Sensitivity und Scope Sensitivity, und dort bin ich persönlich immer eher ein Freund davon, wenn man sehr, sehr hohe Sensitivities dort hat. Das ist im Prinzip der Wert immer, wie stark euer X- und Y-Sensitivity gelowert werden soll, wenn er eben halt entweder targetet oder mit einer Sniper eben halt reinscoped. Und bei einer Sniper insbesondere habt ihr gesehen, ich habe es auf 95%. Dadurch bin ich halt sehr, sehr schnell mit der Sniper, und vor allem so etwas wie Quickscopes kann man sehr, sehr gut damit machen. Und ansonsten habe ich eben halt dadurch, dass ich viel Hisense gespielt habe, auch ein sehr, sehr gutes Mouse-Control und kann natürlich auch sehr, sehr gut meine Maus upline, wenn ich eben halt auch mal Snipes machen will, die ich ein bisschen genauer setzen will auf höhere Distances. Das passt auf jeden Fall alles, da braucht man gar nicht so eine geringe Sense. Das ist dann eher nur schwierig, weil man halt die Gegner dann am Ende kaum mehr tracken kann. Genauso finde ich auch mit der ADS-Sense, wenn man in der Box ist und der Gegner halt neben einem ist, dann und dann halt eben halt so die SMG benutzen will, oder wenn er das zum Beispiel gesehen hat, wo er sich bis Hausdach gesprungen ist, da kann man halt auch dann das ein oder andere Mal ADSen, und da ist natürlich ganz praktisch, wenn man dann eben halt, wenn man zwischendurch immer wieder hier zum Beispiel hochspringt und dann wieder auf ADS geht, das ist immer ganz vorteilhaft, wenn man nicht komplett dann geslowt wird, sondern eben halt mehr oder minder am gleichen Tempo eben halt weitermachen kann. Und mit so 70% hat man immer trotzdem den Vorteil, dass man mit da eher ein bisschen genauer dann auf die großen Ranges aimen kann. Letztendlich aber, wenn er eher von der Low Sense kommt und dann immer eher mit eurer X- und Y-Sensitivity ein bisschen hochgegangen seid, solltet ihr wahrscheinlich eher so etwas wie Targeting-Sensitivity und Scope-Sensitivity runterstellen. Wenn er aber eher von der High Sense kommt, dann solltet ihr das eher etwas hochstellen. Das wären zumindest so meine Empfehlungen an euch. Damit sind wir auch schon mit den ganzen Tipps und Tricks durch. Nochmal hier als kurze Zusammenfassung dafür, wie ihr eure beste Sense findet. Mit eurer Sense solltet ihr auf jeden Fall einen 360-Grad-Turn machen können, ohne eure Maus einmal abheben zu müssen. Und ihr solltet eben halt, falls ihr sehr, sehr langsame Mechanics habt, eher etwas höher mit eurer Sense gehen. Falls ihr aber sehr, sehr unconsistent Mechanics habt, aber die dafür eben halt ziemlich schnell sind, dann solltet ihr auf jeden Fall eher niedriger mit eurer Sense gehen. Generell eine Low Sense, also unter 60 EDPI, ist eher dafür geeignet, um gutes Aim zu haben, gutes Tracking Aim zu haben. Eine Mid Sense ist so genau eben halt die Mischung aus Mid und High Sense, und eine High Sense ist eben halt eher dafür da, um wirklich schnelle Mechanics zu haben. Damit hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir wie immer gerne Feedback unten in die Kommentare, und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.